Auch wenn YouTuber tausende von Fans haben, hat jeder YouTuber auch ein paar Hater. Meistens begegnet man als YouTuber nur Fans in der Öffentlichkeit, aber es kam auch schon hin und wieder mal vor, dass ein YouTuber einem Hater im echten Leben, also in Real Life zum Beispiel auf der Straße, begegnet ist. Und wie diese darauf reagiert haben, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Möchtest du das Video für morgen auch nicht verpassen, dann abonnier doch direkt schon mal meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke daneben, denn dann wird dir jedes Video von mir angezeigt. Und jetzt würde ich auch schon sagen, let's go mit dem heutigen Video. Auf Platz 5 haben wir den YouTuber AwaiFaD. Eines Tages wurde seine Mercedes-AMG G-Klasse zerkratzt, die mehr als 100.000 Euro gekostet hat. Ich wünsche sowas wirklich gar keinem, weil ich Autos persönlich wirklich liebe. Zum Glück geht es AwaiFaD noch gut und sein Auto ist nur bestätigt. Schaut euch mal den Clip an. Ich bin richtig ab gerade, Leute. Wir haben nämlich gerade Sonntag und der Plan war es eigentlich, dass ich jetzt mit meiner Freundin und zwei Kollegen noch in ein Schwimmbad fahren. Wir wollten einfach einen chilligen Tag machen. Und dann bin ich halt zu meinem Auto gegangen und habe gesehen, dass mir irgendwie einfach mein Auto mit einem Schlüssel oder mit einer Münze oder irgendwas zerkratzt hat, Leute. Ich selber bin gestern voll spät nach Hause gekommen, Leute, und habe mein Auto, warum auch immer, auf einer anderen Seite vom Grundstück geparkt. Obwohl ich immer, normalerweise wirklich immer direkt vor der Haustür bei mir parke, habe ich es gestern Abend halt mal auf der anderen Seite geparkt. Und halt genau dann zerkratzt mir einer mein Auto, Leute. Ich könnte so... Hier glaubt man das gar nicht. So Leute, ist gerade am Regnen. Ich werde jetzt mal kurz zum Auto gehen und euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. So Leute, so sieht das Ganze aus. Hier. Aus. Das Ding ist, hier ist einer mit Schlüssel richtig tief reingegangen, Leute. Ihr seht schon, man kann das nicht mal eben abkratzen oder so. Wahrscheinlich einmal so gemacht und dann noch einmal so eine Runde gedreht. Hier unten geht es noch weiter. Auf Platz 4 haben wir den YouTuber iCrimex. iCrimex ist vor allem bekannt durch seine Autos und durch seine Uhren. Mittlerweile fährt er ja gar kein Mercedes mehr, sondern einen Range Rover und einen Lamborghini. Aber damals fuhr er halt eben noch ein Mercedes AMG und in einem seiner Livestreams hat er eine richtig spannende Geschichte erzählt, wie sein neuer Mercedes AMG von einem verrückten Mädchen beschädigt wurde. Das Ganze ist anscheinend bei einem Shisha-Bar-Besuch passiert und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn das alles nur aus Neid passiert ist. Ich finde sowas echt uncool und wünsche sowas auch wirklich gar keinem. Es geht darum, dass ich Streit mit drei Frauen hatte. Komm, kommen wir zum Punkt. Also gestern Abend, ihr müsst euch vorstellen, es war so circa 21, 21:30. Ich habe das Video, was heute online kam, diesen Deathrun Challenge mit der lieben Mira Kisa aufgenommen. Und der Deathrun hat übelst lange gebraucht, voll mit Nerven am Ende. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe jetzt noch Bock rauszugehen. Ne? Dann dachte ich mir so, okay, wo gehst du hin? Bin ich hier Masons gegangen. In Köln ist ein Shisha-Café. Ja, ich würde mal sagen, so mein Stammcafé. Also kenne ich jeden, ne? Ist immer chillig Runde, ist immer jemand da. Dachte ich mir, gehst jetzt abends noch kurz hin, setz dich rein, trinkst was, gönnst dir Pfeife, fertig. Also, wie gesagt, 21:30, Aufnahme hier beendet, zähl alles aus, steige in mein Auto, fahre los. Okay, also, bin dann in der Straße vor dem Laden und ich dachte mir so, boah, Checkpot. Genau vor dem Laden, genau vor der Tür ist ein Parkplatz. Ich fahre da an und ich sehe da schon eine Gruppe von insgesamt 6 Leuten. Eine Gruppe von 6 Leuten. 3 Frauen und 3 Typen. Und ich höre schon diese übelste Diskussion, voll die Schreierei, ne? Diese 3 Mädels voll am Durchdrehen, heulen, schreien, beleidigen, übelst am Durchdrehen, ne? Richtig so. Und dann schreit da eine rum, schreit's rum, ich verfluche alles, ich verfluche dich, ich verfluche dich. Und ich fahr da gerade so drauf und ich steht dann so, ich guck so links, also aus meinem Fenster so links raus. Ich schaue so links aus dem Fenster raus und die steht so genau auf Höhe von mir. Und dann zeigt sie mit dem Finger so auf mich, und sagt so, dich verfluche ich auch und bah, und pöpelt so rum, schreit rum. Ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt ab? Ich will ja nur chillig meine Pfeife abends rauchen. Ich werde hier so angeschrien, ne? Und ich war, ich dachte mir so, Alter, Bruder, ne? So, lass dich nicht mit mir machen. Also, ich mach erstmal Fenster runter, drück erstmal so auf den Knopf, mein Fenster fällt runter, ich gucke die so an und sag so, ey, wie redest du hier mit mir? Schwer, dass du mich verfluchst, komm mal klar. So, in etwa sage ich das, ne? Boah, und dann ging es erst richtig los. Dann irgendwie, wie gesagt, es war ja eine Gruppe von 6 Leuten, 3 Mädels. Dann kommen ihre 2 Mädels so von links, rechts so dazu, stehen dann 3 Frauen vor meiner Scheibe. Scheibe war unten und fangen da an, so rumzuschreien. Einmal sehe ich draußen immer noch Schreierei und so weiter. Auf einmal, ich sehe, Psycho-Olle, diese Alte, tritt das Schild einfach in die Richtung von meinem Auto und dieses Holzschild fliegt an mein Auto dran.
aber nicht so leicht dran gekippt, sondern ist so richtig so dran geflogen. In dem Moment bin ich durchgedreht. Ohne Spaß. Richtig wie im Film. Ich bin durchgedreht. Auf Platz 3 haben wir mal einen amerikanischen YouTuber, und zwar haben wir hier KSI. KSI ist ja bekannt für seine Boxkarriere, und ja, diese stellte er nicht nur im Ring unter Beweis, denn eines Tages begegnete er mal einem Hater im echten Leben, der ihn versucht hat zu schlagen und das auch das ein oder andere Mal geschafft hat. KSI hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat versucht zurückzuschlagen, was ihm dann sogar auch gelungen ist. Schaut euch wirklich den ganzen Clip an, wenn ihr wissen möchtet, wer gewonnen hat. Yo, man. Yo, go, hey! Hey, someone call. Yo, someone. Yo, JJ. Look at this dude. Wait till you see the food. No, 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 no. Yo, man, yo, yo, Auf Platz 2 haben wir den YouTuber Tanzverbot. Der sollte jedem von euch ein Begriff sein. Denn Tanzverbot ist ein YouTuber, den man entweder mag oder auch nicht. Aus diesem Grund hat Tanzverbot auch richtig viele Hater. Manchmal begegnet er ihnen sogar auf der Straße. In diesem Clip zum Beispiel hat ihn ein Hater beleidigt, als Tanzverbot gerade Auto gefahren ist. Und ja, er wurde echt wütend und ist sogar ausgestiegen. Ich muss sagen, ich fand die Aktion von dem Jungen echt uncool, weil ich Tanzverbot wirklich mag. Tschüss! Um den kümmern wir uns. Hat gesagt, Tanzverbot, du Mutter. Wie hast du mich genannt? Dreh dich um, wie hast du mich genannt? Kennst du mich? Wieso nennst du mich? Dreh dich um! Sag nicht aus dem Auto, dass ich ein bin, komm her! Alter, er macht mich gerade überaggressiv, ich schwöre es dir, er macht mich übelst aggressiv, er nennt mich aus dem Auto. Was denkst du denn, wer du bist? Schreine! Was bist du denn, Alter? Schreine. Wie alt bist du? 16, 17, 18? Schreine! Du sollst schreien, hab ich gesagt. Sprich doch mal wie ein normaler Mensch mit mir. Sprich wie ein normaler Mensch mit mir, Alter. Alter, jetzt zitter ich richtig. Jetzt bin ich so aggressiv gerade. Ich bin so aggressiv. Es tut mir leid, Leute. Ich will, dass ihr ihn seht. Ich zitter gerade. Ich bin so aggressiv gerade, Leute. Ich muss mich gerade doll zusammenreißen. Das sind die Situationen, wo man mir gesagt hat, mach es nicht. Dafür bin ich zu groß, der könnte mich f***en. Wenn ich ihn jetzt kaputt boxe, er kann mich f***en, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und er sich bei mir Geld holen kann. Er macht mich gerade so aggressiv, Leute. Kann ich nicht. Bruder, gib mir die Hand, sonst wird er kommen, wir machen 1 gegen 1. Kann ich nicht, weil Bruder, dann verklagst du mich und ich muss dir Geld geben. Und das sehe ich nicht ein. Ich geb dir... Halt dein Maul. Bruder, ich zeig niemanden an. Komm, wir machen jetzt 1 gegen 1. Das ist öffentlich, Bruder. Das ist öffentlich, Mann. Ist schon öffentlich, Bruder. Vor allem 1 versus 1 und es sind 2. Guck, er macht dein Handy weg und es sind 2. Auf Platz Nummer 1 haben wir den YouTuber Z-Max. Z-Max ist genauso wie Tanzverbot ein YouTuber, der im Vergleich zu anderen YouTubern viele Hater hat. Ich persönlich habe gegen Z-Max gar nichts und möchte in den Kommentaren auch wirklich keine asozialen Kommentare von euch sehen. Haltet euch bitte dran. Was ich aber noch uncooler finde, ist die Aktion von diesem kleinen Kind da, was Z-Max auf der Straße in München beleidigt hat. Großen Respekt an Z-Max, dass er wirklich so cool reagiert hat. Man kann wirklich halten von ihm, was man möchte, aber ich denke, es gäbe den ein oder anderen YouTuber, der diesen kleinen Jungen mal richtig zurück auf den Boden geholt hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Bro. Yo, hier ist Z-Max. Ich hoffe, ich konnte euch heute den ein oder anderen coolen Clip zeigen, den ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. In diesem Sinne würde ich auch schon sagen, tragt auf jeden Fall meinen Creator-Code Thematic ein, würde mich persönlich finanziell wirklich supporten, und in diesem Sinne würde ich auch schon sagen, tschö mit Ö, euer Tai Tai.